Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch wieder eine Runde mit in diesem Video. Der kleine Mann, der lenkt mich gerade ein bisschen ab, ne, weil du bist so süß. Du bist so süß. Der hat nämlich gerade Schluck auf. Ja, ich habe wieder einiges geplant und dazu nehme ich euch, wie gesagt, mit. Ich mache jetzt erstmal den kleinen Mann hier frisch. Ich habe das Outfit schon rausgelegt, aber ich befürchte, dass es noch zu groß ist. Und zwar dieses Oberteil und diese Hose. Hatte ich euch auch in meinem letzten Vlog gezeigt. Hatten wir hier gekauft und haben auch für Lissandro ein paar Sachen gekauft. Ne, die Sachen hatte ich euch auch gezeigt. Ja, Schluck auf ist doof, ne? Und ich habe gerade noch was entdeckt. Und zwar habe ich von einer Freundin ein total schönes Paket bekommen. Das lag unten vor der Tür. Ich wollte gerade das Geschenkpapier verräumen und die Karte. Und dann ist mir was entgegengekommen, was ich ja nicht gesehen hatte. Und zwar hatte sie mir zum einen dieses wunderschöne Armkettchen hier gemacht mit der Aufschrift Liam. Es war in so einem Organza-Säckchen. Und jetzt ist mir dieses hier noch entgegengekommen. Könnt ihr das erkennen? Total süß, ne? Und im Paket war dieses Jäckchen. Richtig, richtig schön mit diesen Öhrchen hier. Ist meiner Meinung nach eine Wendejacke. Wenn ich das abschneide, dann könnte er es auch andersrum tragen, aber mir gefällt es halt voll gut hier mit diesen Öhrchen. Wäre jetzt auch passend zu dem Outfit, ne? Naja, aber es muss nicht immer alles zusammenpassen. Also gut, Gott sei Dank habe ich jetzt das Armkettchen hier noch gefunden. Das wäre jetzt echt schade gewesen, weil sie sich so viel Mühe gegeben hat. Ne? Hat sie sowas Schönes für dich gemacht? Und die Bella ist übrigens auch wieder mit am Start. Da ist sie. Da. Immer mit dabei, die Bella. Das wisst ihr ja, ne? Also gut, jetzt machen wir mal den jungen Mann hier frisch. Ich muss mir meine Haare zusammen machen, sonst nerven die mich. So, okay, viel Spaß beim Video. Los geht's. Zeig mal, ob dir das schon passt. Hm? Passt dir das schon? Was meinst du? Ich glaube, das passt dir schon. Heieiei, bist du so gewachsen. Hm? Naja, ist schon noch ein bisschen groß, ne? Obwohl. So, der kleine Schatz, der hat jetzt getrunken, der ist pappsatt. Jetzt warte ich, bis er sein Bäuerchen macht. Und dann fahre ich in die Stadt mit ihm. Ich wollte nämlich noch ein paar Süßigkeiten kaufen und bei DM noch was besorgen, weil ich heute den Termin habe bei meiner Ärztin zur Nachsorge. Und da wollte ich noch was Schönes zurecht machen, weil sie sich wirklich so gut um mich gekümmert haben. Also für die Betreuung während der Schwangerschaft wollte ich mich bedanken. Und dann mache ich noch eine schöne Karte zurecht. Um 4 ist dann der Termin. Ich habe den ersten Termin verpeilt. Und heute ist der letzte Termin, den die Krankenkasse bezahlt. Ja, das kann auch nur mir passieren, ne? Und ja, da nehme ich den kleinen Schatz dann natürlich auch mit, ganz klar. Ohne ihn fahre ich nirgendwo mehr hin und dann sehen die den auch zum ersten Mal. Ich wollte ihnen halt eine kleine Aufmerksamkeit noch vorbeibringen, damit sie dann was zu naschen haben. Genau. Und meine Lieblingsmaske wollte ich noch kaufen bei DM. Ja, genau. Jetzt warte ich aber, bis er sein Bäuerchen macht und dann fahren wir los. Okay, ich bin jetzt angekommen. Jetzt frage ich mich nur gerade, wie ich das Ganze raustragen soll. Also Maxi Cosi, das Geschenk hier und meine Tasche. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das jetzt klappt, ne? Ich bin Hulk. Nicht. Das ist so schwer, das Teil. Aber ja, ich kann ihn ja nicht hier im Auto lassen, beziehungsweise, oder ich bringe ihn erst kurz rein. Nein, ich trage alles zusammen. Das werde ich schon schaffen. Ich bin doch eine starke Frau. Ich bin zwar klein, aber stark, oder?
Ja, schaffe ich schon. Oh Gott, meine Haare. Guten Morgen. Ich habe mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Ne? Ich war super lang bei meiner Ärztin, über 2 Stunden. Und dann war es schon so stockdunkel. Ich habe dann den kleinen Mann noch gebadet. Was ist denn los, Bella? Was ist denn los? Ha? Willst du auch Hallo sagen? Ich führe den Vlog heute weiter. Er schläft gerade in seiner Federwippe. Und das ist gut. Ich habe die Zeit, wie gesagt, genutzt und habe die Böden gewischt. Da ist er. Und da ist noch der Putzeimer. Ja, und da stehen ganz viele Kartons. Es kam nämlich Post an. Wollte ich euch auch mal zeigen. Jetzt weiß ich nicht, zeige ich euch erst oder erst die Pakete. Oder ich gehe erst zur Tür. So kann ich es natürlich auch machen. Oh, der Postbote. Schon wieder. Was ist denn da los? Ah, der Max hat wieder was bestellt. Max ist mein Amazon-König. Okay, es war nicht Amazon, es war Hermes. Hier. Ein Paketchen. Eieiei, ja, ist so schwer. Bella, kannst du mir vielleicht mal helfen? Kannst du mir vielleicht mal helfen? Nee, ne? So. Wartet, ich stelle das mal hier ab. So. Gut. Schaue ich später rein. Also, sorry für meine Haare. Aber so macht man Haushalt, ne? Hab mir jetzt übrigens mal die Haare aufgemacht, damit ihr das nicht ertragen müsst. Ich stelle euch mal hier ab, dann zeige ich euch ein Paketchen. Ich zeige euch nicht alles, weil, ja, es euch vielleicht sonst langweilt. Und es ist keine bezahlte Produktplatzierung. Nur zur Info, ich wurde gefragt, ob ich was testen möchte, aber ich muss es nicht zeigen. Also ich muss es hier auf YouTube nicht zeigen. Aber ich habe es schon aufgemacht und ich fand es so süß. Und ich habe auch gesehen, dass ganz, ganz viele Bloggerinnen sich dort was aussuchen durften. Wollte natürlich selbst meine Meinung dazu, also mir mein eigenes Bild dazu. Okay, ich bin gerade durch, es ist früher Morgen. Also, Concentration, Schlafmangel des Grauens. Also, ich wurde gefragt, ob ich das testen möchte, habe ich das jetzt schon gesagt? Ja, ne? Ich habe es schon aufgemacht und ich finde es so, so süß. Ich bin natürlich gespannt, wie es ja, nach dem Waschen aussieht, aber jetzt so von der Qualität kann ich schon mal sagen, dass es wirklich richtig gut ist. Also es ist Stretch. Das ist natürlich total schön für die Kinder, ne? Wenn die nicht so eingeengt sind. Und ich habe mir die Motive ausgesucht. Also zum einen hier mit diesen Elefanten. Sehr, sehr goldig. Und dann mit Heißluftballons. So süß. Schaut mal bitte. Und passend dazu noch das Mützchen. Also so habe ich mir das ausgesucht. Und dann noch dieses Jäckchen. Ich glaube, das ist sogar ein Wendejäckchen, wenn mich nicht alles täuscht. Also von den Knöpfen her wird es passen, auch von den Nähten. Und die Farbe gefällt mir so auch total gut aus. Und die sieht so aus. Kann er jetzt tatsächlich schon tragen, ne? Mit so Bärchen drauf, Igel, richtig schön. Und dann noch diese Pumphose hier mit den Wolken drauf. Ja, und dann noch das Teilchen hier. Mit den Löwen. Ja, es zieht jetzt Farbe ein. Merkt ihr was? Kleiner Seitenhieb an alle, die was Böses geschrieben haben zu Liams Zimmer. Ja, fand ich irgendwie nicht so schön. Aber wenn man das Geschlecht nicht weiß, ne, und eher auf die gedeckten Farben steht, dann kauft man das halt so, ne? Aber gut. Und dann war noch dieser süße Strampler hier mit drinnen. Es ist von Fuchs und Kiwi. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es dazu gesagt habe. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wie sich die Sachen nach dem Waschen verhalten. Werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und euch natürlich meine ehrliche Meinung sagen. Das wisst ihr ja. Ich bin auf jeden Fall ganz, ganz glücklich, dass ich es testen darf und wollte es euch jetzt, wie gesagt, zeigen. Jetzt mache ich direkt mal weiter mit meinem Haushalt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der Kleine sich gerade bemerkbar macht. Deswegen muss ich die Zeit nutzen und ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder. Das kommt in die Waschküche. Und dann schauen wir mal, was heute noch so passiert. So machen wir es. So, Haushalt ist jetzt soweit ready. Wobei ich hier immer irgendwie was finde, was ich noch aufräumen könnte, ne? Ganz klar. Mit so vielen Kindern ist immer irgendwie eine Ecke noch, die man aufräumen könnte. Der kleine Schatz, der schläft immer noch. Nicht wundern, dass die Spieluhr auf dem Boden liegt. Die ist mir zu laut, wenn die mit in der Wippe ist. Deshalb lege ich sie auf den Boden und mache sie dann an. Ja, wie gesagt, er schläft immer noch. Ich habe Alessandro jetzt eine Suppe vorbereitet. Kann ich euch mal zeigen. Hier ist die Suppe für den Alessandro. Nudeln, lecker. Und für mich habe ich jetzt hier mal Orangen vorbereitet, weil ich
einen frisch gepressten Orangensaft mache. Hier sind noch Himbeeren, Nudeln muss ich noch wegpacken. Und wenn der kleine Schatz dann wach wird, dann gehen wir noch eine Runde raus. Ich möchte ihn jetzt natürlich nicht wecken, aber ich gehe dann nochmal mit Bella. Lass mich mal schauen. Ja, schläft noch ganz lieb. Und ansonsten habe ich die Wäsche jetzt auch fertig. Also die Strampler sind frisch gewaschen. Ich packe die aber nicht in den Trockner. Ich habe die aufgehängt, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, wie das dann eben vom Material ist. Werde euch da aber definitiv, wie gesagt, meine Meinung drüber sagen. Wartet mal, ich stelle euch nochmal hier ab. So. Genau, dann quatsche ich nochmal eine Runde mit euch und erzähle euch, wie es bei meiner Ärztin war. Also ich nutze jetzt noch ganz kurz die Zeit. Ich musste ja leider super lange warten und ja, das war jetzt natürlich nicht so eingeplant. Deshalb habe ich mich auch nicht mehr gemeldet, weil ja, das bei mir dann ein bisschen schwierig ist, weil ich alles so immer versuche durchzuorganisieren, zeittechnisch. Und mir wurde Blut abgenommen, Urin. Das wird jetzt dann alles getestet und eine ganz normale Untersuchung. Ich hatte euch ja gesagt, dass es der letzte Termin war, der noch von der Krankenkasse dann bezahlt wird. Und ja, naja, das war wieder typisch, habe ich euch schon erzählt. Jedenfalls haben sich die Arzthelferinnen total gefreut über mein kleines Paket, auch die Frau Doktor natürlich. Und es war natürlich auch schön für mich, das zu sehen, dass sie sich so freuen. Aber die haben sich wirklich super gut um mich gekümmert während der Schwangerschaft und haben jetzt Nervennahrung verdient. Aber die kümmern sich ja natürlich um alle so gut, gar keine Frage. Aber mir war es halt wichtig, dass ich eine Kleinigkeit vorbeibringe. Genau, und ansonsten habt ihr jetzt gesehen, dass auch Farbe eingezogen ist in Liams Zimmer. Da hatte ich ja ein paar Kommentare, die nicht so schön waren, von wegen, ja, und es ist alles so eintönig und so schlicht und ich hätte es ja alles nur nach meinem Geschmack gemacht und so weiter. Also ganz ehrlich, den Liam konnte ich nicht fragen, ne, was ich kaufen soll, und außerdem wussten wir das Geschlecht nicht. Und einem Baby ist es ganz egal, welche Farbe in seinem Kinderzimmer ist, beziehungsweise ob es überhaupt ein Kinderzimmer hat, ist dem Baby auch total wurscht. Das Baby braucht einfach nur ganz viel Liebe und Geborgenheit. Und am besten Mamas Brust oder die Flasche ist auch gut. Und dann ist es dem Baby echt total scheißegal, ob da jetzt blau, pink, lila, grün ist. Ja, das fand ich so ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ich, also ich für mich weiß, dass Geschmäcker verschieden sind, ne? Aber viele da draußen wissen das scheinbar nicht. Und wenn man dann zurückschreibt, ne, pass auf, wir haben das so gewählt, weil es uns gefällt, außerdem müssen wir ja hier wohnen, ne, dann ist man gleich kritikunfähig. Also wir dürfen quasi nicht zurückschreiben, wie unsere Meinung ist, sondern müssen dann immer ruhig sein. Also gegen uns darf man schießen, aber ja, wir dürfen wie gesagt nicht zurückschreiben, und das hat überhaupt nichts mit kritikunfähig zu tun, wenn ich schreibe, dass es eben unser Geschmack ist, ne? Und es kommt halt immer auf den Ton drauf an, finde ich. Und wenn mir jemand irgendwie einen Tipp gibt oder mir was schreibt, das aber halt so formuliert, dass es nicht als, ja, so total böse bei mir ankommt, finde ich das ja auch total in Ordnung. Also man kann mir immer schreiben, gefällt mir vielleicht nicht so gut, ich hätte es anders gemacht, dann ist es ja in Ordnung. Aber zu schreiben, boah, so macht man das auf gar keinen Fall, ne? Also es stand tatsächlich da, also so macht man das auf gar keinen Fall. Das Kind braucht Farbe für die Entwicklung, wo ich mir denke, hä? Bauklötze, Spielzeug, alles Mögliche wird ja noch einziehen. Ich habe ja auch schon Sachen, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe. Auf Insta habe ich es euch gezeigt. So eine Klangkugelbahn von Haber und so weiter. Das ist ja auch alles bunt. Und wenn er dann in seinem Zimmer spielt und Chaos macht, dann ist es dann ganz normal, dass dann eben auch Farbe einzieht. Aber jetzt ist er ja auch noch gar nicht in seinem Zimmer. Und das klingt jetzt voll als Rechtfertigung, ne? So kommt es jetzt auch gerade rüber, ich weiß. Aber das soll jetzt gar keine Rechtfertigung sein. Ich möchte es euch nur erklären, und das darf ich ja auch. Es ist zum einen mein Kanal und da kann ich natürlich alles zeigen, was mir gut gefällt. Ich freue mich immer über eure Tipps, das wisst ihr ganz genau, über diesen Austausch. Es waren ja wirklich nur, ich glaube, 3 Kommentare, und die anderen waren alle total lieb und euch hat das Zimmer total gut gefallen. Ich möchte nicht, dass ihr mich falsch versteht. Also man muss mir nicht die ganze Zeit Zucker, ihr wisst schon. Man kann mir immer, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, immer eine andere Meinung geschrieben werden. Ganz klar, weil wir haben alle verschiedene Geschmäcker, habe ich ja schon gesagt.
Aber es kommt immer darauf an, wie man das Ganze schreibt. Und das Thema Kinder hier im Internet ist sowieso, also ganz, ganz speziell. Man bewegt sich da auf einem ganz, ganz schmalen Grat. Das meiste versuche ich wirklich rauszulassen, weil ich weiß, dass es super kompliziert ist und mit Aufnahmen, die ganz, ganz kurz sind, also jetzt gerade so ein Video, das geht ja maximal 15, 18 Minuten, kann man nicht alles erklären und alles sagen oder den ganzen Tagesablauf zeigen, ganz klar, will man ja auch gar nicht, aber wie sich dann manche das so ja, rausnehmen, darüber zu urteilen, finde ich zum Teil schon echt ziemlich heftig, was ich auch bei anderen so sehe. Oder denke ich mir, okay, nee, das Thema sprichst du jetzt lieber mal nicht an. Was aber auch schade ist, weil ich auch diesen Austausch total mag. Also so wie ich vielleicht einen Tipp für euch habe, habt ihr auch ganz viele Tipps für mich. Ich bin ja nicht allwissend, das habe ich ja noch nie gesagt. Hier, um Gottes Willen, so fühle ich mich auch nicht. Ich nehme euch einfach nur mit durch meinen Alltag, zeige euch ein bisschen was. Und versuche natürlich auch immer, was mit reinzunehmen, was euch helfen könnte. Eine kleine Inspiration, wenn ich zum Beispiel koche oder so. Ne? Oder jetzt gerade das Kinderzimmer, da hat mich ja viele gefragt, ob ich das zeigen könnte. Einfach, weil sie auch schwanger sind oder ein Kinderzimmer eben jetzt gestalten für ihre Kinder und so. Und da ist mit Sicherheit auch der ein oder andere Tipp dabei. Aber 1:1 wird es natürlich nicht nachgemacht. Ganz, ganz klar ist ja logisch, so wie ich Videos schaue und mir da was rausziehe, was mir gut gefällt, so macht ihr das ja auch. Aber ich finde, dass es immer wichtig ist, dass man da einfach ja auch respektvoll miteinander umgeht. Und wenn ich dann so böse Kommentare bekomme, wie gesagt, das waren nicht viele, gar nicht. Und jetzt möchte ich auch nicht das Gewicht da drauf legen, um Gottes Willen, das liegt mir fern. Aber ich finde es halt einfach schade. Wie kann man denken, dass bei uns im Kinderzimmer keine Farbe einziehen wird. Also, ja, das ist ja eigentlich echt jenseits von Gut und Böse, ne? Also, das ist doch total logisch, dass er da Spielsachen bekommt und auch schon hat. Oder Klamotten, die farbiger sind, habt ihr ja jetzt auch gesehen, ne? Ja. Naja, wurscht, egal. Ich frage mich gerade, wie man so lange schlafen kann, was ja eigentlich echt gut ist. Aber ich habe hier echt viel geschafft jetzt gerade. Und, jetzt mache ich mir aber wirklich meinen Orangensaft. Jetzt habe ich lang genug mit euch gequatscht. Ne? Jetzt habe ich euch ganz schön zugetextet. Ich habe bestimmt auch die Hälfte vergessen, was ich euch sagen wollte. Ich habe mich auch null drauf vorbereitet. Eigentlich müsste ich da wirklich mal so ein separates Video machen. Das mit dieser Müttermafia, das ist schon echt krass. Ich habe immer gedacht, nee, Quatsch. Aber teilweise, also ich habe jetzt auch einen Post verfasst vor ein paar Tagen auf Insta, wegen dem Wetter, dass er ja noch so klein ist und dass ich erst warte, bis ein paar Sonnenstrahlen rauskommen, bis ich dann mit Bella Gassi gehe. Sie geht ja morgens schon mit meinem Mann raus, natürlich. Außerdem haben wir einen großen Garten, aber das habe ich halt alles nicht erwähnt. Und dann kam, ja, mein Baby war schon mit einer Woche draußen, 2 Stunden im Schnee. Und ich denke mir so, ja, mein Kind war mit einer Woche unter einer Wärmelampe, weil er ganz schlimm die Gelbsucht hatte. Was genau willst du mir jetzt eigentlich damit sagen? Ich gehe ja immer raus, immer bei Wind und Wetter. Es gibt kein schlechtes Wetter. Ich wollte halt einfach nur sagen, dass, also meine Message war eigentlich eine andere. Und zwar die, dass Kinder, die im Winter geboren werden, ja, also dass man es irgendwie so ein bisschen schwerer hat. Im Sommer hatte ich auch ein Kind, im Hochsommer sogar, vor 15 Jahren. Das war der heißeste Sommer. Da ist das Kind natürlich auch nicht mit dem T-Shirt rausgekommen. Aber es war einfacher. Also ich fand es einfacher, weil bis ich mich dick eingepackt habe, muss ich ja zuerst machen. Und dann das Baby. Bin ich schon fertig. Und dann das Baby. Und dann weißt du nicht, was genau ziehst du an, damit es auch nicht im Auto schwitzt. Um Gottes Willen, das darf ja auch nicht passieren. Ne? Und welche Decke nimmst du und so weiter. Also es sind halt, es ist ein Lernprozess. Aber ich habe ja mit dem Post nicht gesagt, dass ich nicht rausgehe mit meinem Baby, weil es Winter ist. Also ja, das fand ich auch so ein bisschen schade, ne? Aber gut, wenn man das nicht alles so ganz genau erklärt, ist es blöd. Wenn man es ganz genau erklärt, ist es blöd, weil dann heißt es, boah, jetzt erklärst du es ja schon wieder. Und oh Mann. Also es ist manchmal echt wirklich ein bisschen schwierig. Aber gut, jetzt habe ich euch wirklich genug zugetextet. Jetzt mache ich mal hier weiter. Und ich glaube, das Video wird ganz schön lang. Nein, es ist halt einfach ein Labervideo geworden heute, ne? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also, weiter geht's.
So, meine Lieben, wir fahren jetzt nochmal in die Stadt. Ich war jetzt schon mit Bella draußen. Ich habe mir jetzt auch mal einen Pulli angezogen. Es ist so kalt. Aber ja, das ist ja die Jahreszeit, ne? So. Genau, ich verabschiede mich jetzt mal an dieser Stelle. Ich glaube, das Video ist ultra lang geworden. Vielleicht sollte ich da mal ein separates Video drüber machen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da jetzt mit dem Thema angefangen habe. Also scheinbar hat es mich doch beschäftigt. Und was ist denn los? Genau, also dann verabschiede ich mich jetzt. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wieder ein kleiner Eindruck aus unserem Leben, ne? Genau, dann lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Wir machen jetzt hier weiter, wir zwei, ne? Hast du gut geschlafen? Hast du gut geschlafen?